Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Programm. Und guck mal, was wir gefunden haben. Das ist freaking Tomato Town oder wie das heißt, keine Ahnung. Caravan Town. Genau, sage ich ja. Und wir haben jetzt hier ein bisschen Progress gemacht in der letzten Folge bei Red Shop, bei Rap vorbei. Und jetzt sind wir hier. Badar Kafilad. Ich kann das nicht lesen. Caravan Town, Digga. Nee, da steht was anderes. Ach so, da an der Wand, ja. Das habe ich auch gerade erst gesehen. Und wir können jetzt hier gleich anlegen, hier in dem Hafen von diesem Zeugs hier. Vielleicht sollten wir mal die Motoren ausmachen. Sonst ja, machen wir die Motoren aus und den Anker runter. Ich bin gerade noch dabei, oben das Zeug alles umzubauen, dass das nämlich schon dann hier wachsen kann. Alter, wir haben jetzt auch einfach unsere ganze perfekt Essen angedockt. Komm mal hier hoch. Ja. Guck mal, wir haben jetzt hier oben die ganzen Felder von den Kartoffeln und den Rüben. Ah, nice. Da kommen dann hier noch mehr hin und dann tun wir nämlich unten in die Ecke, nämlich nur, hier unten kommen dann nur die Felder hin, die wir für das Essen verwenden, was wir in die Kiste tun. Den Rest, der kommt ja immer alles in die Kiste. Andere Ding halt. Ja, Biokraftstofftank. In den Biokraftstofftank, genau. Weil da können wir dort unten wieder, wie wir es früher hatten, weißt du, dass wir dort halt nur so einen, hey, Kartoffeln geben voll viel, die sind voll krass, die haben jetzt, lol. Hello. Ja. Okay. So. Ich tue jetzt mal kurz mein Inventar leeren. Ja, ich muss auch noch kurz ein bisschen neues Zeugs aber noch craften, weil meine Axt ist praktisch. Genau, ich tue mir gleich einen Bogen craften, weil hier gibt es nämlich einen weißen Adler oder einen weißen, keine Ahnung, Vogel. Geier. Weiß der Geier. Geier. Der halt ein bisschen Auge schiebt. Und ja, ich. Mike, geh aus der Kiste. Tut mir leid, so. Nehm jetzt hier auch noch ein paar Suppen mit. Dann habe ich auf jeden Fall auch Essen. Ich nehme auch auf jeden Fall Suppen mit. Wir werden sowieso mehrere Anläufe brauchen, um die ganze Insel abzulooten, weil das ist sehr viel Loot, was da drauf ist. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal einen Bogen. Da, Bogen benötigt. Okay, dann suche ich mir jetzt hier 6 Planken. Die habe ich. Hier Seile. 3, 4. So, die habe ich. Ich bin gerade am Verdursten. Das ist natürlich sehr gut. Natürlich. Ich weiß, dass wir auf der Insel auch relativ viele Biokraftstoffdinger finden. Ah, das ist aber geil. Das können wir benutzen auf jeden Fall. Das können wir wirklich gut gebrauchen, so. Was ist denn hier passiert, Alter? Bogen gecraftet. Mach ich mir Metallpfeile, Digga. Die sind sehr teuer, aber. Oh. Nee, ich mach mir Steinpfeile, gefunden. Digga. Was hab ich denn jetzt gefunden? Teil eines Ladegeräts. So, cool. Ja, davon brauchen wir. Bist du schon auf der Insel? Ja, hier am Hafen, ein bisschen am Rumströbern. So, ich habe jetzt 38 Pfeile. Alles klar. Ja, das sind aber nur Pfeile aus, also Steinpfeile und keine krassen Pfeile, keine Metallpfeile. Okay. So, das habe ich. Jetzt brauche ich noch das hier und das hier. Und jetzt brauche ich noch was zu trinken, was zu essen und dann geht's los, Alter. Okay, let's go. Irgendjemand hat das Wasser wieder nicht nachgefüllt. So, wahrscheinlich du, als du diese freaking Pflanzen bewässert hast. Nee, ich mach das ja mal so, dass ich das wieder direkt nachfülle. Also. Ja. Zumindest habe ich mir das angewöhnt, ja. So, ich nehme jetzt auch noch hier ein paar Gemüsedüppchen mit. Und jetzt geht's los, mein King. Auf die Insel. Hallo. Hey, ich habe schon 3 Honigwaben bekommen. Was hast du schon? Ein Honigwaben bekommen von unserem Honig. Ja, weil das von dem Bienenteil halt. Ja. Digga, voll viel Kram einfach, was hier. Genau, in diesen Wohndinger kann man immer die Schränke aufmachen, da ist immer Loot drin. Oh, ich habe einen Steinscharnier und einmal Biokraftstoff schon, lol. Den haben wir ja gar nicht gesehen. Ja, das siehst du immer so als kleine Päckchen. Komm mal her. Hier, schau. Ja, warte, ich bin hier gerade selber am Suchen. Ich finde bestimmt auch was, oder? Oh, ah ja, Gegenstand. Oh, eine gebratene Kartoffel lässt sich direkt. Ich habe einen Brunnen gefunden. Da unten ist was. Ja, hier gibt es ja auch Rätsel wieder zu lösen, mein King. Och, Digga. Hier oben geht so ein Schlauch so nach unten. Das heißt, da müssen wir bestimmt was mit dem Wasser machen. Also, es ist ein bisschen buggy. So. Oh, ich habe eine Kokosnuss im Schrank gefunden, Digga. Geil. Und nochmal Biokraftstoff, Digga. Nice. Ich glaube, von dem finden wir eine ganze Notiz. Menge. Oh, alter Bolzenmetall.
Noch eine Kokosnuss. The Water. The Water. Ein vom India. Ja, Leute, das, wir sind manchmal ein bisschen leise, wenn die so labern, einfach damit ihr halt auch versteht, was sie sagen. So, ich habe wieder 4 Bienengläser. Oh, wichtig, ey. Oh, Gegenstand. Oh, ich habe eine Silber-Smoothie gefunden, Digga. Einfach einen Smoothie gefunden, Digga. Ich habe schon. Oh, mit, oh mein Gott, Metallpfeil? Geil. Metallpfeil? Super. Ja. Das sind die stärkeren Pfeile. Ich habe jetzt schon keinen Inventarplatz mehr, ne? Ja, aber mir geht jetzt auch kurz im Vollsein. Ich nehme jetzt hier mein Smoothie, trinke ich und dann esse ich hier noch eine Rübe gebraten, die ich gefunden habe. Dann tue ich hier noch weiter looten. Oh ja, Steine, Kram, hier. Was ist hier? Nochmal eine gebratene Rübe. Die esse ich auch direkt. Ja. Ich auch. Wer ist denn einfach so Sachen, die wir hier so finden, die weiß nicht, wie viele Jahre hier schon rumliegen. Ja, egal, einfach mal essen. Dann wirst du es merken. Eine gebratene Kartoffel, Digga. Ja. Geil. So, mein King, willst du vielleicht damit mitkommen? Lol. Oder hältst du das für unwichtig? Oh, ich einen Hinweis gefunden. Digga, das ist wirklich so indisch eingesprochen, oder? So ja. Von Detto, Alter. Digga, die wird immer lauter. Ja, wirklich, ey. Boah, Überreste, geil. Oh, und Biokraftstoff. Ich bin durch die Treppe gefallen. Oh, hi, Ren. Ich hab 3 Biokraftstoff, ne? Alter, ich hab jetzt eine. So, hier oben gibt's... was bist du denn? So ein Chicken. Ja, Tiere brauchen wir auch noch, damit wir unsere Rucksäcke und so craften können, so, ne? Boah, das ist ja geil. Gebratene Rübe. Da können wir dann nämlich mehr Sachen mitnehmen, das ist sehr praktisch. Ja, actually. Gerade wenn man so ist wie hier unterwegs. Wieder ein Hinweis. Ach, das Abenteuerbuch ist das. Ah, du bist hier oben. Ja, hi. Ah! Einfach runtergekachelt. Ja, ich auch gerade. Was? Bread and Barky? Wie komme ich denn hier hoch? Barkery. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Bäckerei oder so. Barkery. Digga. Ich hab einfach. Hier. Eine Sex in Englisch. Ja. Boah. Kannst du mal zu mir kommen, bitte? Ja, ich hab's geschafft, warte kurz. Weil ich will, dass ich deinen Biokraftstoff mitnehme, dass ich nämlich einen Platz im Inventar freikriege, dass wir so ein bisschen kombinieren unsere Inventare. Wo bist du denn? Hier oben auf dem, wo man über die Brücke gehen musste. Wo du gerade noch oben warst. Achso, warte, ich komm noch. Nochmal Biokraftstoff, Digga, geil. Ach, da drüben, ach, ah, okay. Oh, hier gibt's Seilrutschen, Digga. Können wir schon so ein Seilrutschen-Ding machen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Du hast hier vergessen, ein Dings zu looten. Ja, kann sein. Oh, ich habe ein Ladekabelteil gefunden. Oh, hier ist eine Kiste. Hey, jetzt haben wir schon 3 von denen, das ist voll gut. Brauchen aber, glaube ich, 5 oder so. Da ist einfach Mario. Also, du hast voll viel noch nicht gelootet. Ja, mein Inventar. Ja, ich weiß, wie das. Natürlich habe ich noch nicht voll viel noch nicht gelootet, weil ich halt. Oh Leute, guck mal, hier kann man hinlaufen, hoch. Ich bin aber hier oben, lol. Ich habe eine gebratene Kartoffel liegen gelassen. Hauptsache, ich habe schon wieder so viel Shit gefarmt, dass ich einfach schon wieder neue Dings craften könnte. Eine neue Axt. Oh, eine neue Notiz. Olof,
Ich bin hier bei dieser einen großen Station in der Mitte oben. Ah, hier. Benötigt drei Teile einer Seilrutsche. Drei Teile einer Seilrutsche? Ja. Wo finden wir die? Weiß ich nicht, hier auch auf der Insel. Oh, hier will ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause, es ist Nacht. Komm mit, ja. Wir gehen nach Hause. Oh, warte mal, hier ist noch ein Baum. Ah, den können wir nicht abbauen. Wow. Ja, der Vogel greift uns halt hier so ein bisschen. Alter, guck mal, wie groß unser Raft schon ist. Ach, guck mal, hier kann ich pumpen. Alter. Ja, genau, guck das habe ich auch gesehen. Da unten müssen wir uns sicher irgendwie einen Trichter bauen oder so. Nee, das kannst du bestimmt drehen. Ah, ja, oder? Ich kann das drehen, warte. Warte, ich pumpe mal weiter. So. Ja. Du musst mal weiter. Ja, da unten kommt das Wasser raus. Ah, der Vogel, Digga. Da unten kommt das Wasser raus. Ja, unten das müssen wir auch Brunnen. Richtig drehen, warte. Unten war ein Brunnen, unten war ein Brunnen. Mach doch mal. Warte, mach ich. Ich bin runtergefallen, warte. Perfekt, Digga. Ich bin stuck, Hilfe. Bro, I'm stuck. Hier. Step Bro. Oh, warte noch, trifft noch nicht ganz. Mach weiter. Ja, geil. Scheiße, ich sehe nix, Alter. Okay, warte mal, press noch weiter. Wo geht es denn hier runter? Hier durch. Oh, hier hoch. Ach, das muss jetzt wahrscheinlich so, ne? Kriegst du es, oder? Ja, ja. Oh, es füllt den Brunnen jetzt auf. Ne, warte, jetzt habe ich ein bisschen falsch gemacht. Warte, drück nochmal. Okay, ja. Jetzt passt es. Drück einfach weiter. Immer weiter, immer weiter. Noch weiter, noch ein bisschen. Ist gleich voll. Oh. Ah, Teil einer Seilrutsche. Na, ich habe den einen Vogel, also den Vogel habe ich auch schon ein bisschen angeschossen. Geil. Okay, da gehen wir jetzt auf unser Raft zurück. Da können wir morgen die nächsten Teile holen. Zeug. Das ist in deiner Folge, das ist morgen. Zwar, nee, ist noch nicht so lang die Folge. So, kurz einsortieren hier. Ja, Digga, ich komme wieder und der Hai greift. Alter, what? Ich wurde gerade gebombt oder so. Ja, der greift uns auch. Ja, der Vogel holt sich mal Stein und wirft ihn nach uns. Was ist das wieder für ein Psychopath hier? Sind wir auf Madeira gelandet? Ist das Unge? Hallo? Das ist Unges Freund. Unges Freund, okay. Ich hab Biokraftstoff, Digga. Digga, der Behälter ist aber voll, ja. Ich hab auch noch dreimal. Ich knatsch das irgendwo in die Kiste einfach jetzt. Ich hab eine Idee, ne? Ich mach noch einen zweiten von den Tanks. Ja, stimmt. Die kannst du ja auch verbinden, oder? Ich mach einfach für jeden Motor eins. Ich mach einfach für jeden Motor eins. Ja, mach. Ja, ja. Also lassen wir dann immer noch schnell neue machen. Ich frag mich gerade, ob ich überhaupt Essen mitnehmen soll, weil wir finden ja ständig Essen. Wobei, nee. Wir machen noch einen zweiten Tank, den wir da auch noch mit dran anschließen. Weißt du, warum? Warum? Weil wenn wir noch einen machen... Guck mal, so ist doch so, dass aktuell ein so ein Glas gibt uns einfach so viel, dass wir davon alle Motoren halb voll machen können. Ja, richtig. Das heißt, es ist doch viel sinnvoller, noch einen zweiten zu machen und nicht noch für jeden einen einzelnen. Das stimmt. Alter. Aua. Blöder Hund. Was? Oder Vogel halt. Mike, hast du Plastik für mich? Weil ich habe kein Plastik mehr. Ich bring dir gleich. Ich habe hier richtig viel noch in den Sammelnetzen gefunden. Ach komm, dieser Vogel macht mich wahnsinnig. Ja, dann töt ihn mal. Mach ich jetzt. Ich bring den jetzt um, wenn er hierher kommt wieder. Jetzt fliegt er da hinten Kreise, Digga. Ist ja auch. Nee, das ist ja nicht. Das ist 17 Kunststoff. Wo ist der Vogel? Ich hab den Bogen gespannt. Ah, da kommt er. Ich hab daneben geschossen. Boah, Alter, hat sich voll getroffen, ey. Wo ist der zweite Tank? Achso, den hast du noch nicht gebaut. Ja, konnte ich noch nicht craften. Ich brauch Plastik, deswegen. Ja, die Plastik sind da. Wie viel kostet so ein Tank? Hab ich. Ich hab nur einen Tank. Guck mal, ich stell den jetzt einfach hier so mit hin. Ah, hier Biokraftstoff. Oh ja, der braucht viel Plastik. Der ist auch fast voll. Ich hab hier noch einmal. Hab den Vogel nochmal getroffen? Och, ich hab immer noch einen Biokraftstoff zu viel. Kannst du hier noch einen hinplatzieren? Tu einfach den einen hier in die Kiste. Hier unten ist noch eine Kiste, ja, wo dieses Zeug drin ist. Okay, dann geh da mal raus. So. Da oben kommt der Vogel wieder, warte. Hab nochmal getroffen. Ich geh ins Haus, ich hab Angst.
Nein, Spaß. Viel hält er nicht mehr aus. Ja, besser ist das. Schon wieder nicht getroffen, Digga. Das Boah, ist aber auch Mann. So ein spezielles Ding mit dem Bogen. Ja. Was denn, also was ist denn so speziell daran? Ja, das Aim ist halt schwer mit dem Bogen, muss ich sagen, in Raft. Okay. Das ist nicht so easy wie in Minecraft. Also und immer wenn ich eine Pogel sehe, ist, ah Gott, es ist eigentlich schon zu spät, Digga. Digga. Verarscht nach der Kohl. Der bringt mich aber um. Kurz mal hier oben neue Kartoffeln anpflanzen. Oh, schade. Kann man so... Nee. Ich höre den Vogel immer erst dann, wenn ich... Ich bin fast tot. Ich höre den immer erst dann, wenn es scheppert. Das war gerade sehr weird, Leute, was ihr gerade gesehen habt, aber egal. So, ah, was, der trifft mich im Haus? Ja, der trifft sich auch manchmal so unter Dächern, das ist ein bisschen buggy. Ja, scheinbar. Nee, ich will das nicht. Da muss ich schon sagen, also ich weiß nicht, der Vogel ist halt ein bisschen also, sehr verbuggt. Oh, was war das, was für ein Treffer? Komm, komm hierher und du kriegst einen Pfeil. Oh, ich hab deine, ah, Gott, ich hab daneben geschossen, Hilfe! Na, Hilfe. Oh mein Gott, Digga, der Vogel, einfach Hilfe. Naja, der darf mich jetzt nicht treffen, dann bin ich tot. Bist du dann? Ha! Oh mein Gott, ist alles grau, Digga. Hilfe. Wieso ist meine Hängematte weg? Weil Murat dazugekommen ist. Murat? Wer ist Murat? Murat, es tut mir leid. Das ist das Wildschwein. Weil der Bär heißt jetzt Gerald, der Hai heißt Harald und das Schwein heißt, oder das Wildschwein heißt Murald. Oh, was war das denn? Dem Vogel keinen Damage machen, ne? Der Hai beißt. Ey, das ist ja so geil, weil wir haben jetzt nie mehr Fahrprobleme. Ja. Oh, ich habe keinen Kunststoff mehr. Ich treffe den Vogel nicht. Das war voll drauf. Rennt die ganze Zeit aus mit dem Vogel. Ja. Wenn du meine Sicht sehen würdest, wüsstest du warum? Ich war voll drauf. Wenn nämlich jetzt nochmal trifft, bin ich tot. Das wäre geil. Digga. Aua, wieso schießt er jetzt denn nicht ab? Jetzt habe ich schon mal getroffen. Soll ich mir auch einen Bogen machen? Bringt das überhaupt was? Nee, das bringt absolut nichts. Oh, unser Bienennest ist wieder am Überlaufen. Hey, unsere Vogelscheuche ist weg. Was ist denn hier passiert? Aua, noch grauer als sonst. Ich muss dann eh gleich mal weg, mein King. Tatsächlich. Oh, ne. Aua! Hast du mir zugehört? Mein King. Nee. Ja, ich hab also gesagt, doch, ich muss du dann musst eh weg. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, wie lange. Das ist erst 5 von 9. Kann ich das Fleisch? Achso, doch, geht. Ich dachte gerade. Oh Gott, der Vogel. So. Boah, ich hab den Vogel nochmal getroffen. Ich bin 1 HP. Ich habe einen Erfolg bekommen. Ich glaube, er ist tot. Dass ich den freaking Vogel getötet habe, aber... Ja, ihr liegt hier! So, du Wichser. Erstmal mit der Axt draufhauen. Nee, besser nicht, dann geht der Boden kaputt. Ihm. Aber ich muss jetzt erstmal weg. Ein Kopf von ihm? Okay, warte, dann beende ich doch die Folge. Weil das ist eine gute Länge. Die Folge. Leute, Alter, was war das denn für eine Folge? Oh mein Gott, ich sehe gerade voll im Schuss. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Abo da. Schaut in die Playlist, schaut bei Rap vorbei, da gibt es die nächste Folge, sozusagen die Inseltour 2.0. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.